Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SnowRunner. So, der Jahr zurück. Ich kann es mir nicht merken. In White Valley. Ausgerüstet mit dem Wackelkopfradar. Ja, den Radaranhänger habe ich jetzt noch nicht verkauft. Ich schaue mal einmal zum Bergfluss, weil ich habe den ja hier am... Ja, er ist hier platziert. Ich wollte, bin hier zu dem Portal gefahren. Der Anhängershop wäre da hinten ganz gewesen. Aus dem Grunde lass mal erstmal stecken. So, dann würde ich sagen, hier ist offensichtlich eine kaputte Brücke. Das heißt, da fahren wir erstmal hin. Aufgabe annehmen. Dann fahren wir ein Stückchen zurück. Entschuldigung. Suchen uns hier die Wachtürme. Wir haben natürlich erstmal Vorrang vor der Radarmod. Nö, die Brücke ist nicht kaputt. Die Brücke ist nicht kaputt. Dann Retour. Steht da Tunnel? Schneeketten zurechtkommen. Hier ist was kaputt. Erdbeben, Gegend, Mitleidenschaft, Tunnel. Ah! So machen wir dann wahrscheinlich den Tunnel frei. Alles klar. Was hättest du da denn gerne für? Geht das auf beiden Seiten? Müssen wir gleich mal anschauen. Kleine Rohre und Betonblöcke. Na gut. Jetzt bin ich mir nicht so sicher. Wir werden hier jetzt erstmal links abbiegen. Das sieht für mich aber ja danach aus, als wenn die Straße dahin führt. Aber schauen wir uns an. Schaffst du die Kurve? Wir müssten hier ja wahrscheinlich auch die Flussseite wechseln können. Geluschert. Ja, auf einer Seite, wir können ja erstmal lang fahren. Geht hier weiterhin erstmal um Aufdecken hier. Irgendwo wird es hier ja auch hingehen. Sollten wir hier vielleicht mal den Radar einfach mal einsetzen. Sicherlich sollten wir noch weiter westlich fahren, weil der Weg zu den Wachtürmen geht von dort hoch. Ich habe keine Ahnung, ob wir irgendeine andere Möglichkeit haben, hier hoch zu rasseln. Da geht die ganze Geschichte wieder zurück dahin. Da waren wir aber schon. Ja, lass uns mal Radar an. Wow. So, der Beweis dafür. Der Kollege spielt wieder mit. Ja, offensichtlich können wir dem Weg am besten weiter folgen und dann fahren wir an der Stelle hier hoch, holen uns den Wachturm. Wo ich nicht weiß, ob der noch viel mehr freideckt.
Sind aber ziemlich viele Wege. Ich muss rechts, alles klar. Ja, ein bisschen mehr rechts. Wäre hilfreich. Da ist das wieder ein wackeliges Gelände. Lieb sein, ich mach doch nichts. Bist du denn nicht lieb zu mir, wenn ich so lieb zu dir bin? Wahrscheinlich, weil ich in der Automatik fahre. So ballert er ziemlich viel. Sagte, sollte ich mir den Punkt mal markieren, hier wo wir rein wollen. Bleib halt so gerne so lange wie möglich in der Automatik, weil du da halt einfacher mit rangieren kannst. Du musst dich hin und her schalten. Immer ist das nicht die beste Alternative. Naja. Ziege hier. So, sehr schön, hau rein. Neue Mission entdeckt, Wettervorhersage. Schauen auf die Map. Gut, dann scheint es aber... Ja, dann machen wir uns hier wieder runter und dann runter an der Kreuzung gen Süden. Hier gibt es eine Aufgabe. So, Tankauflieger, das ist schön. Jetzt müssen wir mal kurz orientieren, dass wir jetzt hier nicht verfahren, bald wieder runterfahren. Sollte ich wahrscheinlich noch vorsichtiger sein. Was auch immer da jetzt gewesen ist. Nee, das machst du nicht.
So. Tankanhänger. Das heißt, wir tanken einmal nach. Schauen uns die Aufgabe an. Suchen und retten. Du bist der Engel, für den ich gebetet habe, auf einer Insel in der Nähe, die nur mit einem schmalen Erdwall mit dem Festland verbunden ist, gibt es einen guten Angelplatz. Ein Wagen wurde dort von den Fluten erfasst. Kannst du ihn rausholen? Gut, wir nehmen das mal an. Können wir mal einmal die Verfolgung starten und auf dem Map luschern. Parkplatz ist wo? Zeigst du mir hier nicht an? Das wäre hier oben. Sollte man das jetzt direkt einmal machen? Doch, ich bin eigentlich guter Dinge. Erledigt. So, wir sinnbefreitest hinkommen. Ich habe da vorne links was gesehen. Ja, das sind nur Bäume. Mal schon weiter. Ne, hier geht der Weg runter. Das sind wahrscheinlich seine Fahrspuren. Hierhin eigentlich relativ simpel, muss ich sagen. Ich fahre jetzt nicht zu tief rein. Diese Aufgabe doch auch erledigt bekommen. Spritz hatte. Der Mann auf und davon. So, unser Canvas Thumbnail. Screenshot. Weiter geht das hier. Jo, dann machen wir hier auf. White Valley war es, glaube ich. Schon die erste Aufgabe. Gefällt mir. Danach geht es natürlich wieder ins Tageslicht. Suchen und retten. Oh, vielen Dank. Ich hatte schon selbst versucht, bin aber immer wieder stecken geblieben. Keine Ahnung, was ich ohne dich gemacht hätte. 1950 Knete. So, was haben wir hier? Mittelgroße Rohre, Betonblöcke, große Rohre, kleine Rohre, Zement. Hier gibt es eine ganze Menge. War da irgendwas begrenzt? Sorry.
gerade nicht geschaut. Nein, nein, nein. Okay, das lasse ich mir erstmal gefallen. So, machen wir 6 Uhr. Dann wollte ich jetzt der Straße gen Süden folgen. Zwei, nee, drei Wacht, vier Wacht. Das war ja so eine Riesenkarte hier. Ja. Falscher Gang. So, dann gucken wir mal. Das ist wieder vereiste Straße. Wenn die Steigung nicht zu groß ist, kommen wir wohl durch. Bringt mir die Abzweigung irgendetwas? Nein. Irgendwas habe ich da unten gerade gesehen. Lass uns mal eben radarn. Ich freue mich, dass es wieder funktioniert. Weil es halt so viel einfacher ist. Du zeigst mir gar nichts an. Hä? Hast du keinen Sprit oder? Jetzt. Ich habe gerade das gleiche gedrückt, aber ist egal. Ja, meine ich doch, dass ich da im Augenwinkel irgendwas gesehen habe. Den holen wir uns natürlich. Das wollen wir uns dabei nicht über Kopf legen. Was hat das denn für mich? Eine erhöhte Federung für International P-Star 5070. Jo. Ups. War jetzt erstmal wichtig. Muss mal eben, ich weiß nicht, was ich hier aktiviert habe. Ich muss die Verfolgung immer mal stoppen. Das interessiert mich jetzt gerade überhaupt nicht. Das nervt, wenn ich die ganze Zeit die Markierung da gezeigt bekomme. Entschuldigung. Da ist der nächste Wachturm. Das heißt, wir zwirbeln hier gleich mal einmal rein. Dann machen wir auf den Kollegen. Neue Mission entdeckt. Auf der Map. So weit, so klar. Und dann sollten wir uns. Da ist nochmal eine Brücke zu reparieren. Würde ich sagen, machen wir uns an diesem Weg hier erstmal weiter.
Gucken mal, ob wir an den Wachturm noch ankommen. Dicke, fette Schlamm. Bin ich noch richtig? Ja. Gucken wir uns an. Lasse ich sie an. So schneller voran. Aber das sieht nicht nach Automatik aus hier. Oh, hier kommt er gut klar. Ein Unterschall. Nö. Nicht notwendig. Ganz kurz drauf geluschert. Wir sind auf dem richtigen Weg. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wie viele Wachtürme haben wir denn noch? 5. Okay, jetzt bin ich überrascht. Ne, 7. Na gut. Machen wir weiter. Nur vom Staunen werden es nicht weniger. Fluss haben wir komplett gedeckt. Nordhafen haben wir komplett aufgedeckt. Wo sind denn jetzt noch 7 Wachtürme? Naja, wer mir gewahr. Schwerst interessiert. Oder schwer. Ja, Puzzle in der Zunge. Was uns hier an Aufträgen erwartet, dass wir hier ein schweres Material transportieren sollen. Bislang muss ich sagen, Valley scheint mir bisher am anstrengendsten zu sein. Okay, da. Gut, auf der Map sehe ich keinen Weg. Aber wir müssen. Ja, auf der Map sehe ich keinen Weg. Und was sehe ich, wenn ich die Augen aufmache? Nächster Wachturm. Minimalziel für diese Folge. Baumsturm eben weg. Es scheint es auch Aufgaben zu geben. Aber bitte keinen Wettkampf.
Flusstiefdauchen. Hey, ich brauche Hilfe. Ich war gerade beim Angeln, als der Fluss angeschwollen ist und ich meinen Wagen zurücklassen musste. Kannst du ihn zurückbringen? Ja, wahrscheinlich, aber nicht jetzt. Erstmal Wachturm. Die Map dazu. Lächerlich. Lächerlich. So, aber jetzt nochmal für Blöde. Hier sind noch zwei Wachtürme. Ach, ich habe noch den ganzen Map offen. Ja, okay, dann brauchen wir gar nicht nachschauen. Dann würde ich sagen, machen wir unsere Tour. Dann zu dem Wachturm. Ob das in dieser Folge noch klappt, aber ja, ich habe die Wurzeln auch lieb. So, aber Ziel für diese Folge sollte schon noch sein, dass wir den einen Wachturm jetzt mal holen. Folge wieder ein bisschen informieren, wie wir hier was am sinnvollsten auf der Reihe kriegen. Naja, 2 Minuten haben wir noch. Wird knapp, aber gut, eventuell dauert die Folge ein bisschen länger. Irgendwo ein Sprit kommen. Mein Gott, wir haben noch die maximale Tankfülle am Start. Der Tank ist halb leer. So, hier müssen wir also wieder orientieren. Es geht so ein bisschen links hoch. Mach das weg. Das müsste hier meiner Meinung nach ja der Flugplatz sein. Also wir halten uns links und an der nächsten Möglichkeit rechts. Bis jetzt. Der Klassiker. Ich dachte, ich hätte die Handbremse aktiviert und möchte sie beim Weiterfahren deaktivieren. Ja, den Rest könnt ihr euch denken. Ist denn der Wachturm auch direkt auf dem Flugplatz? Ich weiß es jetzt gar nicht. Was ist hier denn los? Wo muss ich lang? Eben war die Tanne im Weg. Ja, hallo Flughafen. Dann lass uns doch noch gucken, auch wenn das jetzt hier schon über der Zeit ist, ob wir den schwierig. Müssen wir mal schauen.
es erreichen, also bei Zaun. Ich weiß nicht, ob ich den umbuchen kann. Das sind die Eisenzäune. Eigentlich müsste das klappen. Falsche Stelle hier. So, da habe ich einen Weg gesehen, so, und ist mir auch völlig egal, wie lange die Folge jetzt dauert. Das machen wir jetzt noch. Dann fehlt uns auf dieser Map auch nur noch ein Wachturm. Aber den will ich jetzt noch haben. Ich habe keinen Bock, die Folge vorher zu beenden. Siehst du doch wieder gar nichts. Ich kann noch nicht näher ranzoomen, aber es. Ne, ich muss. Da. Zwar viel zu viele Punkte, aber. Ja, jetzt sehe ich den Weg auch wieder. Vielen Dank, Spiel. So, Handbremse an, Motor aus, Wachturm öffnen. Da ist der ganze Flugplatz. Upgrade-Starter entdeckt. Das gucken wir uns natürlich nochmal an, wo das. Ernsthaft? Na gut. Aber ich würde sagen, dass wir in dieser Folge eine ganze Menge gerissen haben. Hier fehlt noch ein Wachturm. Es fehlt noch eine ganze Map, okay. Aber da kommen wir ein anderes Mal zu. Würde ich sagen, für diese Folge, in der wir doch eine Menge erreicht haben, machen wir Feierabend. Ich bedanke mich recht herzlich für euer Interesse und würde mich sehr freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin.